So. Durch das, dass diese ganze Putzgeschichte mit Zement und Kunststoff, Quarz, Acrylputz überzogen mit Gitter, kann die feuchte Mauerwerk nur dort die Feuchtigkeit rauslassen, wo eine Atmungsaktivität besteht, so wie zum Beispiel Holz. Und da dieses Holz jetzt zu viel Feuchtigkeit pumpt, ist das schon auch kaputt gegangen. Das klingt, alles ist verrückt. Alles ist verrückt. Der ganze Balkenkopf ist faul, sodass diese ganze Dachuntersicht eines Tages runterfallen kann und hält vielleicht dann nur noch an den Dachlatten. Und hier im Giebeldreieck selbst, wenn wir mal zurückgehen, haben wir die gleiche Geschichte. Diese Balkenköpfe sind schon kontaminiert durch Feuchtigkeit. Hier haben wir einen extrem harten Kalkputz, dass sogar ein professioneller Kompressor es nicht schafft, hinwegzubekommen. Das ist ja astreine Handarbeit, Handwerkerarbeit kann man sagen. Handarbeit sowieso, nur welche. Ja, hier sieht man die ganze Rotze. Hier sieht man da noch Reste von Kalkputz. So hätte man es, eben machen sollen, weil dieser Kalkputz selbst sehr atmungsfreudig ist, Feuchtigkeit reguliert. Und für den Sandstein äußerst gesund. Für die Menschen natürlich auch.